Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Coreborn und ich merke, dass hier meine ganze Base wieder zugewachsen ist. Es ist natürlich die Frage, ob das halt immer wieder neu zuwächst. Natürlich ein bisschen blöd, wenn das vor allem durch den Boden kommt halt. Ich hoffe einfach mal nicht, wobei hier auch überall der Rasen ist und mein Weg wieder in der Luft schwebt, keine Ahnung. Okay, ich kann meine Stadt hier erst in 3 Minuten 44, keine Ahnung, betreten, entdecken, was auch immer. Interessant auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen 15 Seile kriegen für unsere Mission. Dafür brauchen wir Redstock und Resin, also Harz und... Ich weiß gar nicht, was das hier ist, Alter. Sind da Pflanzenfasern? Keine Ahnung. So, woher kriegen wir nochmal dieses Redstock oder... Achso, das sammle ich gerade, geil. Das rote hier anscheinend. Das ist ganz praktisch, dass ich hier direkt an Bus gebaut habe. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Resin. Das kriegen wir, indem wir hier die... Oh, Pilze. Die Bäume abfällen. Abfällen vor allem, ne? Abholzen oder fällen, keine Ahnung. Aber gleich auch noch ein bisschen Holz gesammelt, ist auch schön. Ist wieder der Stein. Wir sind genau da, wo die auch letztes Mal wieder waren, ne? Also, die haben halt ihre festen Spawnpunkte anscheinend. Das ist ja auch irgendwie... Vielleicht? Ich weiß nicht, ob das geiler wäre, wenn die random spawnen, aber ich glaube, das ist so geiler. Mal kurz gucken, wie viel kann ich machen? Kein Harz! Lol. Ich dachte, beim Bäume fällen hätte ich gerade ein bisschen Harz bekommen. Das wird vor allem voll lange dauern auch, oder? Weil ich meine, ich brauche ja 15 Seile. Ich glaube, ich brauche pro Seil, das ich craften will, 2 Harz. Okay, also wenn ich ein Rope machen will, brauche ich anscheinend 2 Harz. Das heißt, ich brauche für 15 Seile brauche ich 30 Harz. Und auch noch Redstock muss ich auch noch farmen, weil, oh, da brauche ich 150 von. So, jetzt haben wir gerade ein Geschenk bekommen, das will ich natürlich sofort öffnen. Usable, das sind wieder diese lernbaren Blueprints, okay, verstehe. Habe ich hier in die neuen Kiste was drin? Oh ja, habe ich tatsächlich. Aber ich die anderen Kisten nicht bauen konnte, ne, weil ich zu wenig Rohstoff hatte. Ich vergaß. Okay, ich versuche mal alles hier einmal reinzutun, nur damit ich weiß, was ich hier noch reintun kann. So, dich use ich. Was ist das? Instantly resets the cooldown on the travel to core button. So, Holz brauche ich nicht, das Holz wird auch nicht. Ja, das kann ich da theoretisch essen irgendwann mal. Davon brauche ich 30. Davon brauche ich 150, das heißt, das kann ich auch knicken. Oh, ne, den Hammer will ich behalten. Kann ich schon interagieren? Ja, kann ich tatsächlich. Ich brauche 3 von diesen Kristallen. Warte mal, kriege ich für 15 nur ein? 15, weiß ich nicht, ob ich... Ja, hier steht, ich kriege nur einen, aber das ist wahrscheinlich 15 Seile nur ein Kristall und ich brauche eigentlich 3. Na egal, nimm mal auf dem Weg dann auch ein paar andere Ressourcen mit. Besser haben als brauchen wir. Warte, brauche ich überhaupt noch hier Harz? Ich habe doch jetzt genug Harz, oder nicht? Harz, Harz, Harz. Genug Harz. Genau, ich brauche 100. Eigentlich nur noch 150 von diesen komischen Pflanzen hier. Die roten. Dauert echt lange mit den roten Pflanzen. Ey. Andererseits, wenn man mal so einen riesen Busch wie den hier findet, dann kriegt man schon viele. Wie viel habe ich denn? 97? Ja, okay, es dauert eigentlich gar nicht lange. Also länger. Ah, obwohl. Nicht mal länger als Resin, ne? Hier, Harz. So verwirrend, dieses Denglische ganze Zeit, weil man alles in Englisch liest und so. Und dann, ja, weiß nicht. Ich will das aber gerne halt... Alles mit dem deutschen Namen hier ansprechen. Ich meine, ich mache das ja auch. Oh, cool. Auf Deutsch das ganze... Boah, ich würde schon sagen, Let's Play. Kann ich hier echt einfach überall rangehen eigentlich? Das geht nicht. Kann ich craften. Ja, aber geht nicht. Man kann auch keine... Also, mir wird angezeigt, dass ich das hier nicht mehr machen kann. Aber hier, den könnte ich ja theoretisch machen, den Assemble Table. Aber da kann ich auch nicht dran gehen. Aber es gibt anscheinend echt... Ach, guck mal, bezeichnet sogar. Wooden Storage. Das ist natürlich geil, dass es so große Kisten gibt. Aber hier ist auch überall der Rasen durchgekommen. Das ist ein bisschen strange. So, es wird Nacht. Das Geile wäre jetzt halt, wenn man das Zeug auch in den Quickslot tun kann, auch wenn man damit nichts interagieren kann oder so. Weil dann sieht man wenigstens, wie viele man davon hat. Das wäre ja schon praktisch eigentlich. So wie bei Minecraft halt. So, was bist du? Okay, das ist Gegengift. Okay, das ist einfach eine Biene. Aber ich verstehe nicht, was die mir bringt. Wahrscheinlich... Was ist dieses 50? Achso, wie viel ich das decken kann, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, gibt Sinn. Ja, interessant. Weiß nur nicht, was man mit der Biene machen kann. Ich habe jetzt mittlerweile übrigens 142. Dann nehme ich die hier noch mit. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okay. Dann nehme ich das hier alles noch mit. Weil ich will ungern nochmal so weit rennen. Übrigens habe ich nur am allerersten Tag Leute gesehen, ne? Also gerade gar nichts mehr los hier irgendwie. Was seid ihr denn für Viecher? Töten wir sie.
Federn und so. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir jetzt noch irgendeinen von euch verloren hier? Oh, jetzt sind ja noch ein paar. Ich weiß ja, ob sich das lohnt, vor dem Finisher, wie heißt, den, also halt einmal rechts Angriff zu machen vor dem Q-Finisher. Ja, das ist ein bisschen krasser, das Pferd hier. Aber es geht. Es gibt nur ein Leder. Peinlich ist das doch. So, jetzt aber ohne Umweg ab nach Hause. Beim Nachhauserennen ganze Zeit immer E-Spam. Das ist wichtig, weil man dann vielleicht Sachen einsammelt, von denen man gar nicht wusste, dass die noch da sind. Oh, kein Wasser mehr. So, hier bin ich wieder. Moin. Einmal kurz das benutzen, das benutzen. Ich habe noch ein bisschen Platz, das ist gut. Weil jetzt machen wir 15 Seile. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist vorbei, ne? Ja. Das ist ärgerlich. Danke. 15 Seile habe ich. Ja. Also jetzt, hier kommt erstmal alles, der ganze Scheiß hier rein. Wobei, kann ich ja auch Scheiß rausnehmen. Ich meine, das brauche ich nicht. Das kann ich auch theoretisch löschen. Den behalte ich mal. Das Ding ist irgendwie krass, glaube ich. Vielleicht kann ich den Scheiß hier ja verkaufen. Hier, Stöcker. So, mal gucken, ob ich den Kram hier verkaufen kann. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal direkt zu Korheim. Wie mache ich das? Map, Settings. Das kann ich nur eine immer eine Stunde lang machen oder so. Keine Ahnung. Gameplay Feature Survey, okay. Interessant. Ja, dann gehen wir mal zu Korheim. Dann gehen wir mal zu Korheim. Oh, 60 Minutes. Das ist halt irgendwie schon komisch, dass so hart lange dauert. Vor allem, wenn ich jetzt zurückgehe und dann kommt die nächste Mission und die ist dann wieder in Korheim oder so, dann raste ich aber aus. Das alles verkaufen. Ah, außer das vielleicht. Okay, ab zu Korheim. So, guten Tag. Ich möchte traden, wenn es angenehm ist. Wenn es genehm ist, so. Bist du? Du bist kein Trader. Habe ich eine Karte? Ja, bin ich. Also schon, aber irgendwie nichts. Sense Exchange. Learned Recipe. Okay, Obtain Condensed Essence Crystal. Das ist das hier. 15 Rope. Kann ich changen. Das ist alles hier, oder was? Also ich meine, das kann man alles tauschen. Da kriege ich überall nur, da kriege ich halt überall diese Crystals raus, ne? Das ist interessant. Funktioniert das mit jedem Scheiß? Ja, anscheinend nicht, ne? Weil ich sehe kein Holz und sonst auch nichts. Okay, interessant, geht nicht. Ja, dann mache ich einmal das. So. Obtain. Habe ich den obtained? Ich habe den obtained. Jetzt habe ich einen Crystal. Okay, das ist also praktisch meine Stadtbatterie. Meine Zelle, womit ich dann meine Batterie aufladen kann, was bei der anderen Stadt, wo wir gerade waren beim Sammeln, ausgelaufen ist. Okay, verstehe. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Wird das jetzt später freigeschaltet oder so? Wir haben euch alle schon gehört. This darn paraffin. Aber leider kann ich mit keinem von euch irgendwas machen. Also anscheinend ist das echt so, dass ich nur, Alter, moin. Ja, alle schon krass ausgerüstet. Nur mit dem was machen kann. Achso, ich kann traden, Leute. Nee, will ich nicht. Aber das heißt, mein ganzer Kram hier bringt mir alles gar nichts. Also wirklich gar nichts. Cool, man hat so einen Skillscore, beziehungsweise Gearscore, aber ich meine, es ist ja im Prinzip, wie krass du bist. Ah ja, okay, Ausrüstungs. Dingsbums halt Punkte ist okay. Ah, das ist meine Attacke und so. Okay, Maximum. Das ist ganz cool, ist das neu? Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Ja, okay, ich kann also nur mit guten Sachen anscheinend Stalle kriegen. Eieieiei, okay, verstehe. Ja, mehr kann ich ja hier anscheinend nicht machen, ne? Dann gehen wir mal wieder zurück in die Wildnis. Guten Tag, ich möchte zurück. Jupp, jupp, jupp. So, mir ist heiß und ich bin jetzt hier. Wollt ihr mich verarschen? Es ist doch nicht deren Ernst, oder? Kann ich mich nicht irgendwie porten oder so? Okay, das ist ja mal hart scheiße. Ach, erstmal den ganzen Scheiß mache ich jetzt mal wieder hoch. Weiß ich nicht, ob das sein muss, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob der Halbkreis da unten mein Weg ist, wohin ich laufe, aber das ist ganz komisch. Ah, das sind Hühner, oder? Ja, geil, und die kann ich nicht nehmen, oder was? Wow. Ich laufe jetzt mal ungefähr in diese Richtung und dann sehen wir uns, wenn ich wieder an der Base bin, weil das super spannend wird, wie ich die ganze Zeit einfach nur Shift und W gedrückt halte. So, wäre ich wieder. Also muss da irgendwie ein Fast Travel geben irgendwann, weil... Oder ich raff's noch nicht, aber das ist ja kompletter Bullshit hier. Ich tue jetzt hier erstmal alles so rein, was ich hier noch reintun kann. Dann tue ich jetzt hier alles rein, was ich hier noch so reintun kann. Dann level ich jetzt meine... Ah ne, ich muss erst wieder zurückgehen, ne? Ist ja meine Mission hier gewesen, das einzutauschen. Ich dachte, ich muss den sofort ausrüsten. Did they rip you off?
these guys are driving the price up like they're corrupted. But so. Now that you have them, infuse them into your town center. But careful, Sorgoth won't like you reclaiming the land and might send a Godkin or two to your doorstep. Also muss ich jetzt zwei Stadtattackierungen aufhalten. Angriffe heißt das genau, Attackierung. The fuck? So, wo ist er da? Da muss ich rein. At Crystal. Geil. Wir haben 20-50%. Nice. Ich habe hier nicht mehr. Iron Ore? Das kann ich nicht abbauen, oder? Oh doch, kann ich. Guck. Ist halt nur die Frage, wann kommen denn diese Attackierungen-Dinger? Next Attack in. Ja, da kommt kein Attack. Um Messing Lightwood. Lightwood haben wir da, oder? Kommt immer noch kein Attack. So bist denn du so kaputt? Ja, sag mal. Ich dachte, ich hätte alles fertig. Zum Glück hatte ich ein bisschen Holz dabei, wa? So, einmal kurz meinen Rucksack öffnen. Was ist das? Hunting Metal. Ich will jetzt mal weg. Additional Slight Critical Hit Chance. Ah, kann ich auf mein Schwert vielleicht tun, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie, ehrlich gesagt. Assemble. Lit Weapon. Aber ich will... Okay, ich kann das nicht reinziehen. Ich will das. Ah, kann ich nicht machen. Leider nicht. Dann kommt das doch erstmal in meine Kiste hier rein. Ah, ja, was ist jetzt mit Angriff? Gibt's nicht. Ja, okay, ich schätze mal, ich muss noch ein Kristall sammeln oder so. Ah ja, links steht's ja auch, ne? Wenn das, wenn die Anzeige aufgefüllt ist, muss ich es verteidigen. Okay, gegen seine Vasallen. Okay, ich habe jetzt 50% aufgefüllt, das heißt, ich brauche noch einen und dann kommt der erste Angriff. Verstehe. Aber das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis später dann, ne? Hau rein, Leute, tschüss.